Das Besondere an einem Forschungsprojekt ist sicherlich, dass wir irgendwie fast jeden in der Gesellschaft damit ansprechen. Denn denken wir mal daran, was machen Menschen heutzutage im Alltag? Fast jeder hat ein Smartphone, nutzt das Internet, um zu kommunizieren, um sich die neuesten Nachrichten eben in irgendeinem Newsportal anzuschauen. Das heißt, Internet ist allgegenwärtig, genauso wie unsere kleinen Helfer, die Smartphones, die uns im Alltag begleiten. Jetzt gibt es eine immer größer werdende Anzahl an Menschen, die eben immer mehr an diesen Geräten dran kleben, irgendwie einen problematischen Umgang mit diesen Geräten zeigen, als auch im Umgang mit dem Internet. Und ich bin der Auffassung, dass eben ein besseres Verständnis von dem Umgang des Menschen mit diesen neuen Maschinen eben dazu führen wird, eben unsere Gesellschaft zu verändern und natürlich auch zum Besseren zu verändern. Denn wir kennen alle die Situation, in Kneipen schauen die Leute eben eher auf ihr Smartphone als auf das Gegenüber, um sich zu unterhalten. Und ich glaube, dass wir uns momentan in der Gesellschaft in einem Bereich bewegen, wo eben die soziale Kommunikation tatsächlich auch leiden kann. Das heißt, die Menschen nutzen zwar Facebook oder sie nutzen irgendwelche sozialen Netzwerke, um miteinander zu kommunizieren, tun das aber eigentlich nur noch über Online-Kanäle und immer weniger direkt. Und das wird sicherlich zu Problemen führen in der Zukunft. Und ich glaube, dass eben Forschung in diesem Bereich maximalen Einfluss eben auf viele, viele Menschen bei uns in der Gesellschaft nehmen wird.